Lucia? Mein armes Kind. Was hast du denn? Nur leichte Kopfschmerzen, Tante Caroline. Geh ruhig wieder zu den anderen. Komm, setz dich auf den Stuhl. Komm, ich massiere dir den Nacken. Es geht gleich vorbei. Schon seit Mittag siehst du so blass aus. Vielleicht hast du dich verkühlt. Unsere englischen Sommer sind eine Kette von Regengüssen und Enttäuschungen. Man ist immer falsch angezogen, mal zu warm und mal zu dünn. Das ist nicht wie euer italienisches Wetter, diese herrliche Sonne. Ich habe Italien nie gemocht. Diese ständige laute Fröhlichkeit. Hier in England habe ich echte liebe Menschen kennengelernt. Oh, wie reizend von dir, das zu sagen. Wir haben uns auch alle Mühe gegeben, so nett wie möglich zu dir zu sein. Aber du hattest es im Anfang nicht leicht. Keine Freunde und so ganz ohne Mutter. Bitte, Tante Caroline, sprich nicht von ihr. Bitte nicht. Beim Frühstück warst du noch das blühende Leben. Und als dann dieser italienische Bekannte von dir auftauchte, vielleicht hast du dich darüber zu sehr gefreut, jemanden aus deiner Heimat wiederzusehen. Man kann auch davon krank werden. Was ist das eigentlich für ein Doktor, dieser Dr. Carelli? Geh nur wieder zurück zu den anderen, Tante Caroline. Ich kümmere mich schon um Lucia. Meinst du? Na ja, vielleicht. Dein Vater kann Störungen bei Tisch nicht vertragen, besonders wenn ein Gast da ist. Ja, der Herr hat sie wieder mal mit seinem Patentverschluss abgeriegelt. Macht nichts. Mein Vater ist wirklich einmalig. Ständig erfindet er was auf allen Gebieten. Mausefallen, Fensterverschlüsse, chemische Formeln. Er muss viel Geld damit verdient haben. Ein Vermögen. Aber trotzdem macht er immer weiter. Dein Vater ist ein großer Mann. Ja. Aber menschlich ist er ein Versager. Er behandelt mich verdammt schlecht. Das ist zum Verrücktwerden. Er schwimmt im Geld, aber gibt alles für diese blöden Experimente aus. Ich muss hier raus. Richard, bitte bring mich weg von hier, bevor es zu spät ist. Wohin? Irgendwohin, nur weg von hier. Ich habe solche Angst. Ich fühle mich eingeengt, verfolgt. Ohne Geld kann ein Mann seiner Frau nicht viel bieten. Warum sagst du das? Was stand auf dem Zettel? Nichts weiter. Nichts von Bedeutung. Was ist denn los mit dir heute Abend? Du bist so anders. So? Was ist denn? Nichts weiter. Liebster Richard. Hältst du mich für einen kompletten Idioten? Glaubst du, ich habe nicht gesehen, wie dir dein italienischer Freund einen Zettel zugesteckt hat? Und du denkst? Warum bist du beim Essen davon gelaufen? Die war gar nicht schlecht. Das war nur ein Vorwand, um das Bier-Du deines Freundes zu lesen. Richard, das ist doch absurd. Dann zeig es mir. Ich habe es zerrissen. Das ist nicht wahr. Hast du Angst um deinen Liebhaber? Er ist nicht mein Liebhaber. Na, Lucia, geht's besser? Ja, danke. Lucia braucht einen kräftigen Drink. Aber in diesem Hause gibt es ja nur Liköre und Weinchen. Ein Satansschwanz wäre das Richtige. Was? Was war das? Gleiche Teile Brandy und Crème de Menthe. Gewürzt mit scharfem roten Pfeffer. Das dicke Ende kommt hinterher. Ist ja grauenhaft. Ich glaube, ich gehe in einen Augenblick in mein Zimmer. Ich hatte so ein wundervolles Pulver für deinen Zustand, aber Vittoria hat das Fläschchen leider fallen lassen. Ach, du mit deinen Pülverchen. Wir haben doch noch den ganzen Apothekerkram von Edna. Richtig. Du hättest meine Nichte kennenlernen sollen. Sie ging mit ihrem Mann nach Indien. Sie war Apothekerin. Und die ganzen Medikamente, die sich hier angesammelt hatten, kamen in dieses Kästchen. Das wurde dann auf dem Schrank deponiert. Ich wette, da ist was für dich dabei. Nicht nötig. Ach, lass doch, nun habe ich schon mal runtergeholt. Haben Sie meine Anweisungen verstanden? Jawohl, Eure Lordschaft. Gut. Entschuldigen Sie, wenn ich noch einen Augenblick in mein Arbeitszimmer gehe. Ich habe einige wichtige Briefe zu diktieren, die noch heute zur Post müssen. Bitte lassen Sie sich durch mich nicht stören, Lord Amory. Renner? Nanu, was haben wir denn hier, Morphium? Strychnin? Ach, das ist doch kein richtiges Gift, nicht wahr, Doktor? Mit diesem kleinen Vorrat können Sie ein Dutzend Athleten zur Strecke bringen. Entsetzlich. Und das in unserem Haus. Hier zum Beispiel Strychnin-Hydrochlorid. 7 oder 8 dieser hübschen Tabletten und Sie sterben einen sehr unschönen Tod. Oder hier Atropinsulfat. Atropinvergiftung ist schwer von Fleischvergiftung zu unterscheiden. Auch kein schöner Tod. Ach ja. Hyoscin-Hydropromid, 100 Gramm. 100. Klingt wie rein gar nichts. Trotzdem, schlucken Sie eine einzige von diesen weißen Tabletten. Ein rascher, traumloser Schlaf, unerwachen. Soll ich einschenken, gnädige Frau? Danke, Vittoria. Ich mach das schon selbst. Sehr wohl, gnädige Frau.
Sie verstehen sicher sehr viel von Gift, lieber Doktor. Sie sind ja Italiener. Danke. Verehrte Miss Emery, ich heiße nicht Borgia. Ach, Lucrezia Borgia, diese grauenhafte Person. Als Kind bekam ich immer Albträume, dankeschön, wenn von ihr gesprochen wurde. Sie war blass und hatte pechrabenschwarze Haare, wie unsere liebe Lucia. Lucia Borgia, finden Sie das sehr originell? Was ist denn? Sehr komisch. Vielleicht hat sich das Holz verzogen. Nein. Sie klemmt nicht und das Holz hat sich auch nicht verzogen. Sie ist verriegelt. Und zwar von außen. Aber Claude! Auf meine Anordnung, Caroline. Ich habe euch etwas zu sagen. Würdet ihr bitte Platz nehmen? Bad Burn? Ist alles vorbereitet? Jawohl, Eure Lordschaft. Wenn die Herrschaften kommen, verhalten Sie sich genau so, wie ich es Ihnen gesagt habe. Selbstverständlich, Eure Lordschaft. Gut. Was hat das zu bedeuten, Vater? Die Türen und Fenster hier sind durch ein neuartiges Schnappverfahren gesichert. Ein Patent von mir. Bei dem Versuch, die Scheiben einzuschlagen, fällt automatisch ein Eisengitter herab. Dieser Raum hier ist also gewissermaßen eine Rattenfalle. Es ist jetzt 9:10. Punkt 9 Uhr ist der Rattenfänger hier. Der Rattenfänger? Ja. Ein Detektiv. Wozu denn das? Ah. Der Kaffee ist aber verdammt bitter. Ach. Eine neue Sorte? Nein. An allem hast du etwas auszusetzen. Was für ein Detektiv? Hercule Poirot, ein Belgier. Ja, warum? Was hat er hier zu suchen? Damit sind wir bei der Sache. Wie ihr wisst, beschäftige ich mich seit längerer Zeit mit einer neuen Geheimwaffe auf chemischer Basis. Ich weiß nichts davon. Wirklich nicht, Dr. Carelli? Geheimwaffe? Du wirst mit deinen Dummheiten noch unser Haus in die Luft jagen. Es handelt sich um eine Geheimwaffe gegen Haarausfall, Caroline. Jedenfalls eine Welterfindung. Die Formel steht auf einem gewöhnlichen Blatt Papier, das in einem ebenso gewöhnlichen Umschlag steckt. Sie wurde aus dem Tresor in meinem Arbeitszimmer gestohlen. Und zwar kurz vor dem Abendessen von jemandem, der sich hier in diesem Zimmer befindet. Ich bin ganz sicher. Ich hoffe, die Situation ist allen klar. Egal, wer die Formel gestohlen hat, er oder sie trägt sie noch bei sich, denn ich habe dafür gesorgt, dass niemand dieses Zimmer verlassen kann. Haben Sie etwa vor, uns alle hier durchsuchen zu lassen? Keineswegs. Es ist jetzt 9:02. Monsieur Poirot ist also bereits auf dem Bahnhof Windsor eingetroffen. Treadwell hat die Anweisung, Punkt 9 Uhr alle Lichter im Hause zu löschen. Wir werden also in vollkommener Dunkelheit sein. Wenn jedoch einige Minuten später das Licht wieder angeht, ist die Sache nicht mehr in meinen Händen. Monsieur Poirot übernimmt dann den Fall. Sollte allerdings im Schutze der Dunkelheit das Dokument hier auf dem Tisch auftauchen, teile ich Monsieur Poirot einfach mit. Die ganze Sache sei ein Irrtum, das Dokument habe sich wieder angefunden und ich benötigte seine Dienste nicht mehr. Ich finde den Vorschlag unzumutbar. Wollen wir uns nicht lieber alle durchsuchen lassen? Ich bin bereit. Ja, ich auch. Soll man mich durchsuchen? Was sein muss, muss sein. Nein, Richard. Ich finde Vaters Plan am besten. Also, Richard? Einverstanden. Ah, ich habe immer noch diesen scheußlichen Kaffeegeschmack im Mund. Claude, bitte, bitte. Das gefällt mir aber gar nicht. Nein, nein, ich halte das nicht aus, das halte ich nicht aus. Nun, sei doch still, Tante Caroline, man hört ja gar nichts. Mach schon endlich Licht, ich halte das nicht aus! Da, die Formel. Gott sei Dank. Monsieur Hercule Poirot. Guten Abend. Guten Abend, Monsieur Poirot. Lord Emery. Nein, zu jung. Sein Sohn nehme ich an. Mein Kollege, Captain Hastings. Hübscher Raum.
Entschuldigen Sie, Monsieur Poirot, dass Sie hierher bemüht wurden, ein bedauerlicher Irrtum, aber wir benötigen Ihre Hilfe nicht. Wie schön für Sie. Ja, selbstverständlich werden wir Ihnen Ihr Honorar... Selbstverständlich. Aber im Augenblick bin ich gar nicht so an dem Geld interessiert. Sondern? Mich interessiert nur eine ganze Kleinigkeit. Ihr Vater hat mich engagiert. Warum schickt er mich nicht weg? Ganz recht. Vater, würdest du bitte Monsieur Poirot sagen, dass sich alles aufgeklärt... Vater? Ich fürchte... Was? Dass ich einen Zug zu spät gekommen bin, Mademoiselle. Ist Dr. Carelli wirklich Arzt? Ja, aber nur ein italienischer. Und ich bin Detektiv, aber nur ein belgischer. Er ist tot. Monsieur Poirot. Madame? Sie müssen bleiben. Lassen Sie sich nicht fortschicken. Sie möchten also, dass ich bleibe? Ja, hier stimmt was nicht. Er hat nie über etwas geklagt. Sein Herz war völlig in Ordnung. Nicht wahr, Tante Caroline? Ich hatte es immer mit dem Herzen. Und nun ist er tot. Ich würde vorschlagen, dass man nach dem Hausarzt schickt. Gut. Ich bestelle einen Wagen für Monsieur Poirot. Monsieur Poirot bleibt hier. Auf meine ausdrückliche Bitte. Was? Ja, Richard. Ich bestehe darauf. Ja, aber... Hallo, Dr. Graham. Hier spricht Richard Emery. Ja, könnten Sie bitte sofort zu uns kommen? Aber es ist dringend, Doktor. Mein Vater hatte einen Herzanfall. Ja, ganz plötzlich. Ja, aber dazu ist es zu spät, Doktor. Richtig. Danke. Lucia, bist du denn verrückt? Aber hast du nicht gehört, was Vater gesagt hat? Der Kaffee ist aber verdammt bitter. Der Kaffee? Meine Frau war sehr durcheinander und aufgeregt. Ist ja verständlich. Jetzt weiß sie selbst nicht mehr, warum sie bat. Sie sollten hierbleiben. Sagen wir mal, wann ein Dokument gestohlen wurde? Das Dokument wurde zurückerstattet. So. Kennen Sie eigentlich die Geschichte von der verloren gegangenen Whiskyflasche? Nein. Sie wurde wiedergefunden, aber sie war leer. Dann müssen wir eben jetzt alle durchsucht werden. Die Formel ist ein Vermögen wert. Ich würde raten, nichts zu unternehmen, bis der Doktor hier war. Diese Tür, wo führt sie hin? Ins Arbeitszimmer. Und das, nehme ich an, ist besagter Tresor, aus dem das Dokument entwendet wurde. Mein Vater trägt den Schlüssel immer bei sich. Vielleicht findet sie noch einen zweiten Schlüssel. Es gab nur einen. Man kann nie wissen. Ich sehe keinen Grund, warum Sie alle Ihrem Zimmer bleiben müssen. Niemand verlässt das Haus. Wohlverstanden. Ich verbürge mich dafür. Armer Claude. Gegen den Tod gibt es keine Erfindung. Leider. Sie müssen tapfer sein, Mademoiselle. Ich bin so froh, dass ich ihm noch einen Biskuitauflauf gemacht habe. War seine Lieblingsspeise. Das ist bestimmt ein großer Trost für Sie. Ja. Was denkst du über diesen Fall, Hercule? Mach jetzt mal die Tür zu. Was hast du gefunden? Ein Schlüsselchen. Vielleicht zu Lord Emerys Tresor? Glaubst du, Lord Emery hat den Schlüssel verloren? Nein, mein Freund, das glaube ich nicht. Gib mal her, wir wollen ihn gleich mal ausprobieren. Passt. Das ist ein Duplikat. Keine besonders feine Arbeit, aber ihren Zweck hat sie erfüllt. Bitte um Entschuldigung, Lord Emery hält auf peinliche Ordnung in seinem Hause. Seine Lordschaft ist tot. War es Mord? Warum fragen Sie das? Heute Abend haben sich seltsame Dinge hier zugetragen. Ach, erzählen Sie doch. Es fing damit an, als der italienische Herr plötzlich zum Tee kam. Der italienische Herr? Dr. Carelli. War er denn nicht eingeladen? Keineswegs. Er kam völlig unerwartet. Dann bat ihn Miss Caroline noch zum Abendessen zu bleiben, weil er die junge Mrs. Emery von früher erkennt. Aus Italien. Wenn Sie mich fragen... Ich frage Sie ja, mein Freund. Es ist nicht meine Art, Dinge über die Familie Emery auszuplaudern. Aber angesichts der traurigen Tatsache, dass seine Lordschaft... Sie waren Ihrem Herrn sehr zugetan. Sie müssen mir alles sagen. Wie Sie wissen, hatte Ihr Herr einen Verdacht und hat mich deshalb extra aus London kommen lassen. Also, meiner Meinung nach
wollte Mrs. Lucia gar nicht, dass Dr. Carelli zum Essen bleibt. Ich habe sie genau beobachtet. Welchen Eindruck haben Sie von Dr. Carelli? Er gehört nicht in unseren Kreis, Sir. Spricht das gegen ihn? Nicht unbedingt. Aber es macht ihn verdächtig. Jedenfalls war die Ruhe im Hause Emery plötzlich gestört. Seine Lordschaft telefonierte ständig mit London, dann musste ich den Wagen plötzlich an die Bahn schicken, alles verriegeln. Dazu fühlte sich Miss Lucia überhaupt nicht wohl. Sie verließ das Speisezimmer während des Essens, worüber sich wiederum der junge Mr. Richard fürchterlich aufregte. Mrs. Lucia verließ plötzlich das Speisezimmer? Kam sie hier rein? Allerdings. Ach, eine der Damen hat ihr Handtäschchen vergessen. Es gehört Mrs. Lucia. Sieh mal einer an. Was nun die Fenster und Türen betrifft, so wünscht sein Lord... Ja, das interessiert mich alles ungemein, aber gib ihn doch rüber ins Arbeitszimmer. Ich bleibe hier, damit niemand etwas anrührt. Ganz im Gegenteil, mein Freund. Du kommst mit. Aber ist das nicht etwas unvorsichtig? Mit so großer Vorsicht verscheucht man das Bienchen. Für den Augenblick werde ich mich dann mit Ihrer guten Frau Tante zufrieden geben müssen. Liegt im Bett. Der Tod meines Vaters war zu viel für Sie. Die Damen des Hauses haben anscheinend schlechte Nerven. Dr. Graham ist da und möchte Sie sprechen, Sir. Ich komme sofort. Nun, wollen Sie nicht hören, was Dr. Graham berichtet? Ich wette, Gift. Die Lösung des Falles liegt nicht beim Doktor, sondern hier in der Bibliothek. Denke immer daran, mein Freund. Die Symmetrie, das Ebenmaß ist alles. Überall muss Ordnung und Disziplin herrschen. Besonders in den kleinen grauen Zellen des Gehirns. Und was sagen deine kleinen grauen Zellen zu diesem Fall? Ich habe deine Theorie. Und die wäre? Wo steckt das Papier mit der Formel? Keine Ahnung. Es gibt eigentlich nur einen Ort. Und der wäre? Hier in der Bibliothek. Dann wollen wir sie gleich mal suchen. Es gibt jemanden, der sie leichter findet als du. Nun? Der Dieb selbst. Du meinst also, dass er früher oder später versuchen wird, seine Beute wieder zu erlangen. Darum muss einer von uns beiden hier ständig auf der Lauer liegen. Aber Mademoiselle, wie rasch man doch sein Gleichgewicht verliert. Und bums, geht die schönste Sammlung in die Brüche. Was haben wir denn da drin? Seemuscheln und Vogeleier? Viel langweiliger, Monsieur Poirot. Pillen und so Zeug. Und wozu braucht ein blühendes, junges Mädchen wie Sie so etwas? Es ist ja nicht für mich, sondern für Lucia. A la pauvre Dame. Sie hat sie geschickt. Ihr zerspringt der Kopf. Das ist zwar ganz schön starkes Zeug, aber ich dachte mir, wenn niemand im Zimmer ist... Wenn niemand im Zimmer ist? Tante Caroline kann doch ihren Mund nicht halten. Und wenn Richard das erfährt, ist der Teufel los. Ich verstehe. Sehr gute Dienstboten hier im Haus. Wie? Na, schauen Sie, kein Staub. Nicht alle Dienstboten sind so gewissenhaft und wischen da oben. Ganz außergewöhnlich. Das dachte ich gestern Abend auch. Wieso gestern Abend? Da hatten wir das Kästchen runtergeholt und es war ganz sauber. Ach bitte, wann war das? Gleich nach dem Abendessen. Es ist alter Apothekerkram. Voyons. Strychnin. Atropin. Ach, ein Röhrchen hier ist ziehen. Fast leer. Was? Gestern war es noch voll. Curieux. Wo genau stand dieses Kästchen gestern Abend? Hier auf dem Tisch. Und Dr. Carelli hat sich die Drogen angesehen. Lucia, warum bist du denn aufgestanden? Ich erledige doch schon alles. Es geht mir schon besser. Babs Liebling, ich möchte mit Monsieur Poirot sprechen. Wenn du meinst. Madame. Gestern bat ich Sie zu bleiben. Heute sehe ich das alles anders. Ich habe mich geirrt. Sind Sie ganz sicher? Völlig. Madame. Ich war durcheinander. Der Tod meines Schwiegervaters hatte mich erschüttert. Vielen Dank für Ihre Bereitwilligkeit, aber es ist besser, Sie fahren wieder ab. Aha. Also abgemacht? Nicht ganz, Madame. Gestern hielten Sie Zweifel am natürlichen Tod von Lord Emery. Ich war hysterisch. Und heute sind Sie es nicht. Pardon. Warum sehen Sie mich so an? Es ist manchmal schwer, einen Hund auf die richtige Spur zu bringen. Hat er einmal Witterung genommen, kann man ihn mit Gewalt nicht wieder davon abbringen, wenn er ein guter Hund ist. Und ich, Madame,
Ich bin ein sehr guter Hund. Oh, bitte. Verlassen Sie uns. Ich flehe Sie an. Sie wissen ja nicht, wie viel Schaden Sie anrichten können. Schaden? Ich Ihnen? Uns allen. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Richard, was ist? Was ist geschehen? Es kommt schon alles in Ordnung. Reg dich bitte nicht auf und lass uns allein. Richard. Bitte. Ich habe Monsieur Poirot. Bitte. Das ist eine böse Geschichte, Mr. Poirot. So. Tod durch ein starkes Alkaloid. Wie zum Beispiel Hyoscine. Ja, genau. Dr. Graham sagt, der Leichenbeschauer muss bestellt werden. Und die Polizei auch. Da wird nichts anderes übrig bleiben. Ich dachte vielleicht, dass Sie, Monsieur Poirot, zunächst privat ermitteln könnten. Merkwürdig. Gestern beschwor mich Ihre Frau zu bleiben. Und sie hätte mich am liebsten zum Teufel geschickt. Heute ist es umgekehrt. Nach Auskunft Ihres Arztes ist es Ihre Pflicht, die Polizei zu verständigen und Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Wir können nur eines tun. Mein Freund Hastings und ich müssen schneller und besser arbeiten als unsere ehrenwerten Kollegen seiner Majestät. Und das sollte uns nicht schwerfallen. Sagen Sie, Richard, ist das die Tasse, aus der Ihr Vater getrunken hat? Ja. Es ist besser, ich nehme die Tasse gleich mal mit und lasse den Inhalt analysieren. Sie glauben doch nicht etwa... Ich nehme nicht an, dass es beim Abendessen passiert ist. Hyoscine ist ein schnell wirkendes Gift und war am ehesten in diesem Café. Ich fahre dann gleich nach Windsor. Was hat er bloß? Richard! Richard! Nehmen Sie mich gleich mit! Ich habe mein Fahrrad unten auf der Brücke abgestellt. Wenn Sie Gift in dieser Tasse finden, es würde mich nicht wundern. Aber mich? Wieso? Weil mich deine Theorien immer veranlassen, das Gegenteil zu glauben. Und da wir gerade beim Giftmischen sind, wollen wir uns mal unseren Cesare Borgia vornehmen. Cesare wen? Unseren italienischen Freund. Sie haben geläutet? Ja. Würden Sie Herrn Dr. Carelli zu mir bitten? Jawohl, gnädiger Herr. Wir sollten dieses Kästchen wieder zurückstellen. Ordnung muss sein. Ein alter Kriegsruf. Aber da steckt noch mehr dahinter. Wieso? Er hat die Drogen gestern Abend in der Hand gehabt. Wenn er sie jetzt wieder auf dem Tisch sieht, ist er gewarnt. Wie hast du das nur so schnell kombiniert? Hier kannst du keinen Staub in die Augen wischen. Hey! Entschuldige, ich habe die Dienstboten zu früh gelobt. Allerdings... Was hast du denn? Ich denke nach. Worüber? Über Staub, mein Freund. Ich bin sehr froh, dass Sie nach mir geschickt haben, Monsieur Poirot. Ich hätte sonst von mir aus um eine Unterredung gebeten. Wirklich? Ja. Ich habe nämlich geschäftlich in London zu tun. Ah, Sie möchten abreisen? Jawohl. Das ist begreiflich. Nicht wahr, Hastings? Wenn Sie das vielleicht auch dem jungen Herrn Emery erklären würden, um Peinlichkeiten aus dem Weg zu gehen. Ich werde mich gern für Sie verwenden, Monsieur le Docteur. Merci. Incantado. Alle parla italiano. Arrivederci. Momento. Ein Augenblick. Nur ein paar kleine Fragen. Mit dem größten Vergnügen. Mrs. Lucia ist eine alte Bekannte von Ihnen? Oh ja, es war eine große Freude, ihr zufällig wieder zu begegnen. Zufällig? Ja, wie aus heiterem Himmel. Sieh mal einer an. Sie interessieren sich für die neuesten wissenschaftlichen Forschungen. Die medizinischen, als Arzt. Auch für Haarwuchsmittel? Indirekt. Diese Erfindung von Lord Emery ist ein Vermögen wert, nehme ich an. Wie soll ich das wissen? Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Und was hat Sie in diese Gegend gebracht? Die Reiselust. Schloss Windsor und seine schöne Umgebung. Vorhin erwähnten Sie wichtige Geschäfte in London und jetzt sagen Sie, dass Sie zum Vergnügen reisen. Geschäftlich nach London, zum Vergnügen hierher. Ach ja. Schade, dass Sie auf Ihrer Vergnügungsreise gleich auf einen Todesfall stoßen mussten. Ja, schrecklich. Dazu wurde Lord Emery vergiftet. Wirklich? Überrascht Sie das nicht? Nicht sehr. Ich hatte es mir gestern Abend fast gedacht. Darum schlug ich auch vor, den Hausarzt zu rufen. Schließlich bin ich Ausländer und hier nicht zugelassen. Sie sehen selbst, die Angelegenheit ist kompliziert geworden. Allerdings. Darum können Sie das Haus auch nicht verlassen. Sie würden in einen fürchterlichen Verdacht geraten. Sehr unangenehm. Ich meine, dass ich meine Verabredung in London nicht einhalten kann. Das glaube ich Ihnen gerne, aber was kann ich tun? Ja, das wär's für den Augenblick. Sie haben keine weiteren Fragen? Nein. Sie können gehen und müssen bleiben. Entschuldigen Sie mich bitte. Wo willst du hin? Du kennst doch meine Schwäche für schöne Frauen. Sie wollten mich sprechen? Wenn es Ihnen nicht zu viel wird. Ich hörte, Sie wären indisponiert. Aber nein, nein. Treadwell meinte nur, ich sollte Sie da unten nicht stören. Ja, es war natürlich ein furchtbarer Schock.
Aber mir macht das nicht so sehr viel aus. Die heutige Generation ist da viel anfälliger. Die arme Lucia zum Beispiel. Mein Gott, das Kind ist ein Nervenbündel. Genauso war es schon damals, als ihr Brillantkollier gestohlen wurde. Da war sie auch völlig mit den Nerven herunter. Wann war das, Mademoiselle? Am 26. Februar war das, als Richard den großen Krach mit seinem Vater hatte. Krach? Ja, ja, wegen seiner Schulden. Ach Gott, alle jungen Leute haben Schulden. Ich habe meinem Bruder immer gesagt, du hältst ihn zu knapp. Aber er hörte ja nicht auf mich und stritt sich weiter mit ihm herum. Und dass dann noch die Geschichte mit dem gestohlenen Brillantkollier dazukam und Lucia darauf bestand, dass man es nicht der Polizei meldete. Da war was los. Oh, da war ich. Entschuldigen Sie, ich rede das Blaue vom Himmel runter über lauter Dinge, die Sie gar nicht interessieren. Im Gegenteil. Nachdem Madame Lucia vom Esstisch aufstand, weil sie sich nicht wohlfühlte, wo ging sie dahin? Nach oben, auf ihr Zimmer? Keineswegs. Ich folgte ihr in die Bibliothek und als Richard kam, ließ ich die beiden allein. Junge Eheleute soll man alleine lassen, nicht? Ein hübsches Paar, finden Sie nicht auch? Oh ja. Diesen Dr. Carelli habe ich von Anfang an nicht ausstehen können. Wissen Sie, was ich glaube? Er hat sich hier in Lucias Vertrauen eingeschlichen, um eingeladen zu werden und die Formel zu stehlen. Sie glauben, er hat die Formel entwendet? Na, lieber Monsieur Poirot, wer denn sonst? Und mein Bruder wollte seinen Gast nicht blamieren und gab ihm die Gelegenheit, in der Dunkelheit das Dokument zurückzureichen. Sehr taktvoll, nicht wahr? Sehr englisch. Danke sehr. Und jetzt, Mademoiselle, wollen wir ein kleines Experiment machen, bei dem ich Ihre Hilfe benötige. Oh, ich bin ein ausgezeichnetes Medium. Vielleicht können wir meinen Bruder zurückrufen, dass er uns durch Klopfzeichen eine Auskunft erteilt. So etwas Ähnliches. Ja. Zunächst müssen Sie Ihre Fantasie etwas strapazieren. Schließen Sie die Augen. Gut. Stellen Sie sich vor, es ist gestern Abend. Das Zimmer in voller Dunkelheit. Werfen Sie sich zurück. Nein, nein, ich meine nicht physisch, ich meine, versetzen Sie sich zurück. Ja, und sagen Sie mir, was Sie hören. Zuerst keuchen, dann ein umfallender Stuhl und dann klick, so ein metallisches Geräusch. So? Genau derselbe scharfe Klang. Nein, machen wir weiter. Dann schrie Lucia auf, man soll das Licht wieder anmachen, darauf dreimal läuten an der Haustür und dann pochen. War das alles? Warten Sie. Sind Sie sicher? Warten Sie. Da war noch so ein merkwürdiges Geräusch, wie von Seide, die zerreißt. Ja, als ob ein Kleid zerrissen wird. Wessen Kleid? Ja, das von Lucia. Barbara saß ja neben mir. Merkwürdig. Wer goss Lord Emery den Kaffee ein? Sie? Nein, Lucia. Wann war das? Das war kurz nach dem Gespräch über die schrecklichen Drogen. Brachte sie Lord Emery seinen Kaffee? Nein. Nein? Ja, jetzt erinnere ich mich. Die Tasse stand neben ihrer eigenen auf dem Tisch. Und Renor nahm sie, aber Lucia rief ihn zurück, weil er, wie sie sagte, die falsche Tasse ergriffen hatte. Ja, ich fand das auch albern. Eine Tasse sieht aus wie die andere, schwarzer Kaffee ohne Zucker. Dann brachte Renor also Lord Emery den Kaffee? Nein und ja. Wie bitte? Richard nahm ihm die Tasse ab, weil Barbara durchaus mit Renor tanzen wollte. Oh, dann trug also der junge Emery seinem Vater die Tasse rein? Ja, so war's. Und hat er auch getanzt, bevor er Renor die Tasse abnahm? Nein, er räumte die Drogen in die Schachtel zurück. Mhm. Und Lord Emery trank den Kaffee in seinem Arbeitszimmer? Nein, nein, das glaube ich nicht. Er kam mit der vollen Tasse herein und kostete und beschwerte sich, der Kaffee wäre so bitter. Na, also wissen Sie, es war wieder eine von seinen Mickeleien. Die beste Sorte Kaffee, die es gibt, eine Spezialmischung, die mir meine Nichte extra aus den Kolonien schickt. Herr Zerben, störe ich? Nicht im Geringsten. Ich habe diese arme Dame genug gequält. Aber nein, ich fürchte nur, ich habe Ihnen nichts Wesentliches erzählen können. Mehr, als Sie vielleicht ahnen, Mademoiselle Caroline. Er kam vor 2 Tagen. Ich öffnete alle Post von Lord Emery. Sie nähren eine Schlange an Ihrem Busen.
Busen. Nehmen Sie sich vor Selma Tetschi in Acht und ihrer Brut. Ihr Geheimnis hat sich herumgesprochen. Seien Sie auf der Hut. Gezeichnet ein Beobachter. Sehr pathetisch. Wenn man nur wüsste, wer diese Selma Tetschi ist. Man weiß. Sie war eine internationale Schönheit von Raffinement. Sie war? Ja, sie starb letzten November in Genua. Stand in allen Zeitungen. Ja, dann ist dieser Brief nur ein übler Scherz. Ich weiß nicht. Da steht doch Selma Tetschi und ihre Brut. Sie hinterließ eine Tochter, diese Selma Tetschi, die verschwunden ist seit dem Tode ihrer Mutter. Dabei fällt mir ein... Ja? Mrs. Lucia hat aus Italien ein Mädchen mitgebracht. Vittoria Spezzi. Sie haben sie sicher gesehen. Ja. Könnte nicht sie möglicherweise diese Tochter sein? Spezzi? Tetschi? Immerhin möglich. Ich schicke sie Ihnen gleich rein. Dann wäre sie gewartet. Zunächst möchte ich noch einmal mit Madame Lucia sprechen. Sie kann mir Auskunft über das Mädchen geben. Ja, Sie haben recht. Ich sage Mrs. Emery gleich Bescheid. Carelli und das Dienstmädchen im Komplott. Ach, ich wusste, dass das kommt. Wieso? Was meinst du denn? Ich denke über ein Collier nach, das Lucia gestohlen wurde. Ich habe es eben erfahren. Und Lucia wollte die Polizei nicht benachrichtigen. Weshalb, Hastings? Weshalb? Keine Ahnung. Nur diesmal kann sie die Polizei nicht herauslassen. Erst ein gestohlenes Collier, dann eine gestohlene Formel. Beides bringt Geld. Was soll das bedeuten? Wie viel hat Carelli diesmal von Ihnen verlangt? Ich will keine Fragen mehr beantworten. Weshalb? Haben Sie Angst? Nein. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, und ich lasse mich nicht in schmutzige Dinge hineinziehen. Warum sollte Carelli Geld von mir fordern? Um sein Schweigen zu erkaufen. Die Familie Emery ist stolz und gehört zur Crème de la Société. Und Sie, Madame, sind die Tochter der liebe Dame Selma Tetschi. Was soll das heißen? Was sagen Sie dazu? Und zufällig habe ich ein Bild von Ihnen und Ihrer Mutter in der Zeitung gesehen. Weiß Richard davon? Noch nicht. Ich habe ja auch gar keine Beweise. Das mit dem Bild in der Zeitung war ein Trick. Pardon, Madame. Sagen Sie es ihm nicht. Sagen Sie es ihm nicht. Bitte. Er wird sich von mir hintergangen fühlen. Ich hätte nie heiraten dürfen. Und hier in England erkannte sie eines Tages Carelli und erpresste sie. Aber ich hatte kein Geld und so musste ich das Collier verkaufen. Ich dachte, damit sei alles erledigt, aber er kam wieder. Und verlangte von Ihnen die Formel? Ja. Und Sie haben sie ihm besorgt? Jetzt werden Sie mir nicht glauben. Nein. Ich wollte. Carelli hatte sogar einen Schlüssel anfertigen lassen. Von einem Abdruck, den ich ihm besorgte. Ist er das? Es ging alles ziemlich glatt. Ich wollte gerade den Tresor öffnen, da kam Lord Emery ins Zimmer. Das ist die Wahrheit. Ich glaube Ihnen, Madame. Und warum stimmten Sie Lord Emerys Vorschlag zu, die Lichter löschen zu lassen? Ich wollte nicht durchsucht werden. Carelli hatte mir einen Zettel zugesteckt, mit dem Schlüssel. Beides war in meiner Handtasche. Und was machten Sie damit? Als das Licht ausging, warf ich den Schlüssel weit von mir. Ungefähr dorthin. Und den Zettel? Ich wusste nicht, was ich damit tun sollte. Ich hatte ihn in ein Buch gesteckt. Er ist noch hier. Bitte, wenn Sie wollen. Nein, danke, Madame. Er gehört Ihnen. Und Ihr Geheimnis auch. Wer schenkte Lord Emery den Kaffee gestern Abend ein? Ich. Und stellten ihn neben Ihre Tasse? Ja. In welche Tasse? Schütteten Sie das USC? Woher wissen Sie das? Das ist mein Beruf, Madame. In welche Tasse? In meine. Warum? Ich wollte sterben. Richard glaubte, es sei etwas zwischen Carelli und mir. Und da ich Carellis Wunsch nicht erfüllen konnte, musste ich fürchten, er würde mich auf irgendeine Art und Weise bloßstellen. Ich hatte genug. Der Schatten meiner Mutter verfolgte mich. Es war der einzige Ausweg. Ein rascher, traumloser Schlaf ohne Erwachen, hatte er gesagt. Wer? Carelli. Langsam begreife ich. Langsam. Dies ist also Ihre Tasse. Voll unangetastet. Ja. Und warum haben Sie den vergifteten Kaffee dann doch nicht getrunken? Richard kam zu mir und sagte, er würde mit mir weggehen von hier für immer. Das Geld könnte er schon besorgen. Er gab mir neue Hoffnung. Man hat die Tasse mitgenommen, die neben Lord Emerys Stuhl stand. Heute früh. Nehmen wir mal an, man hätte das gestern Abend getan. Was ist mit dieser Tasse?
Dann wissen Sie also... Man wird den Inhalt der anderen Tasse genauestens untersuchen, natürlich nichts finden. Aber gestern Abend entnahm ich eine Probe von dem Inhalt der wirklichen Tasse von Lord Emery, bevor sie verschwand. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, in Lord Emerys Tasse war Gift, was sagen Sie dazu? Hä? Sie haben recht. Ganz recht. Ich habe ihn getötet. Ich habe das Hyoscin in seine Tasse geschüttet. Das hier ist nichts als purer Kaffee. Aber Madame, warum? Warum wollen Sie diese schöne Welt verlassen? Sie haben die Wahrheit gesagt. Sie taten Hyoscin in Ihre eigene Tasse. Aber in der anderen war auch Gift. Wer hat Hyoscin in Lord Emerys Tasse geschüttet? Sie irren sich. Er hat es nicht getan. Das werde ich herausfinden. Und wenn der Er, von dem Sie sprechen, unschuldig ist, helfe ich ihm. Parole d'honneur. Inspektor Jepp ist eben angekommen. Er möchte Sie sprechen, bevor er das Haus betritt. Mir geht das kleine Lied stets bereit und rasch dabei ist dein Freund die Polizei. Hastings, du spielst hier weiter Wachen. Ah, Monsieur Poirot. Hallo, Inspektor Jepp. Oh, schönen Wagen haben Sie da. Tja, die neueste Errungenschaft von Scotland Yard. Na ja? Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Darf ich? Sehr schön. Richard Emery sagte mir bereits, dass Sie den Fall privat bearbeiten. Ja, Inspektor, der Tote beauftragte mich. Nun, wenn Sie Erfolg haben, wird Ihnen Ihr Kunde sicher ein großartiges Honorar zukommen lassen. Dann können Sie sich auch so einen Wagen leisten. Leider wurde ich etwas zu spät herbestellt. Etwas ist gut. Dr. Graham glaubt, das Gift war im Café. Nun, ich habe die Tasse sicherstellen lassen. Der analytische Bericht wird mir gleich zugestellt. Meiner Ansicht nach ist der Italiener unser Mann, aber man muss einen klaren Kopf behalten, die Dinge ohne Vorurteil betrachten, nicht auf den Hasen schießen, bevor man ihn klar im Sichtfeld hat. Inzwischen können wir ja mal die Küche inspizieren, das Personal vernehmen, feststellen, was sonst noch verzehrt wurde. Werden Sie vielleicht mitkommen wollen? Gerne. Man kann immer etwas lernen. Apropos, der Raum, in dem der Tod eintrat... ...habe ich durch Hastings sichergestellt. Hallo, Jacktonio, mein Freund. Ich dachte mir gleich, dass Sie ein Etikett haben für diese Marke. Oh, Tonio ist eine Berühmtheit auf seinem Gebiet. Mhm. Dokumentendiebstahl. Sie haben keinerlei Beweise gegen mich. Noch nicht, aber wo Tonio ist, da kann auch die Formel nicht weit sein. Das glaube ich auch. Und den alten Herrn hat er wahrscheinlich auch aus dem Weg geräumt, um die Spuren zu verwischen. Ich lasse mir doch keinen Mord anhängen. Ihr kommt euch wohl sehr gescheit vor. Aber ich könnte euch ein paar Dinge erzählen. Vor falschen Anschuldigungen würde ich warnen. Irreführung der Polizei. Bringt ihm ein bisschen was extra ein, so circa 6 Monate. So, nun wollen wir mal die ganze Familie in der Diele zusammentrommeln. Auch den Sekretär. Ich werde die Herrschaften benachrichtigen. Die Sache ist die, Vater wurde vergiftet. Ja. Mit Hyoscin. Hyoscin? Ich habe genau gesehen. Was haben Sie gesehen? Nichts. Nichts von Belang. Aus mit der Sprache. Der Bursche verschweigt uns etwas. Also reden Sie doch. Sie machen sich womöglich noch selbst verdächtig. Ich sah, wie Mrs. Lucia eine Menge von diesen kleinen Tabletten nahm. Ich kam gerade aus dem Arbeitszimmer. Die anderen standen am Symphonion. Mr. Richard las seine Zeitschrift, glaube ich. Mrs. Lucia nahm das Tablettenröhrchen aus der Schachtel und schüttete die Tabletten einfach in ihre Hand. Ja, und im nächsten Augenblick rief mich Lord Emery zurück. Nun, Mrs. Emery, als Schlafmittel brauchten Sie doch nur 1 oder 2 Tabletten. Was taten Sie mit dem Rest? Ich erinnere mich nicht mehr. Sie erinnert sich nicht mehr. Da haben Sie Ihre Mörderin, Inspektor. Ich kam hierher auf den ausdrücklichen Wunsch dieser Frau. Sie wollte eine Formel stehlen und ich sollte sie weiterverkaufen. Ich gebe zu, ich war in derartige Dinge schon verwickelt. Wem sagen Sie das? Nun, Mrs. Emery, äußern Sie sich. Ich habe Ihre Frau gefragt. Wissen Sie überhaupt, wer sie ist? Selma Tetschis Tochter. Nein. Sie wissen alle, wer das war. Lucia ist mit Lügen und Intrigen aufgewachsen, die sich über den halben Kontinent spannten. Natürlich hat sie alles gewusst und mitgemacht. Schon als kleines Kind. Das ist nicht wahr. Richard, glaub ihm nicht. Immer mit der Ruhe. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Bitte, Mrs. Emery. Ich. Nur Mut, Madame. Vertrauen Sie mir.
Sagen Sie die Wahrheit. Lügen helfen jetzt nicht mehr weiter. Seien Sie tapfer und sprechen Sie. Es stimmt. Ich bin Selma Tetschis Tochter. Aber ich habe diesen Mann nicht hergebeten. Er kam plötzlich und erpresste mich. Brich ihm sämtliche Knochen im Leib. Immer langsam. Er drohte allen hier zu sagen, wer meine Mutter war, wenn ich ihm nicht die Formel beschaffe. Aber ich habe es nicht fertiggebracht. Jetzt begreife ich auch seinen Plan. Er wollte, dass ich mich umbringe. Man sollte glauben, ich hätte das Dokument entwendet und aus Furcht entdeckt zu werden Selbstmord begangen. Er hat mich derart in Angst versetzt, dass ich... Renner. Darum nahm ich auch so viele Tabletten. Herr Inspektor, könnte ich Sie und Monsieur Poirot einen Augenblick allein sprechen? Ja, bitte. Haben Sie was dagegen, wenn mein Kollege Hastings dabei ist? Er ist meine geistige Stütze. Tür rein. Nun, was gibt's? Ich habe meinen Vater umgebracht. Sieht nicht. Wie bitte? Das ist doch eine Ente. Jung verheiratet und die Allerliebste in Gefahr. Ich gebe zu, sie ist rassig. Da kann man schon mal den Kopf verlieren, aber muss man ihn gleich in die Schlinge des Gesetzes stecken? Herr Inspektor! Schreien Sie mich nicht an! Ich habe Ihnen nur meine ehrliche Meinung gesagt. Und von Monsieur Poirot werden Sie auch nichts anderes hören. Entschuldigen Sie mich! Sind Sie auch seiner Meinung, Monsieur Poirot? Wann haben Sie Ihre Frau zuerst verdächtigt? Nie! Ich habe niemals... Bitte, bitte nur die Wahrheit. Sie vermuteten schon etwas, bevor ich hier eintraf. Darum wollten Sie mich auch unbedingt loswerden. Wollen Sie damit sagen... Noch vor Sonnenuntergang werden Sie Ihre Frau um Verzeihung bitten. Dann meinen Sie also Lassen wirklich... Lassen Sie uns jetzt allein. Mein Kollege und ich müssen an die Arbeit. Wir müssen unsere graue Zellen in Bewegung setzen. Beantworte mir eine Frage. Warum musste Lord Avery sterben? Das wissen wir doch. Ja, bist du sicher? Ja, er wurde vergiftet. Aber weshalb? Der Dieb fürchtete, von ihm entdeckt zu werden. Nehmen wir mal an, der Dieb hatte keine derartigen Befürchtungen. Verstehe ich nicht. Lass mich mal die Dinge konstruieren, wenn sie gelaufen wären, wie der Dieb es wollte. Lord Emery stirbt eines Abends in seinem Stuhl. Ohne irgendwelche geheimnisvollen Begleitumstände. Herzversagen. Tage vergehen, bis seine Papiere geordnet sind. Man sucht im Grunde nur nach seinem Testament. Was gibt das unserem Dieb? Na was? Zeit und Sicherheit. Er kann die Formel in Ruhe veräußern und seine Spuren verwischen. Keine schlechte Idee. Natürlich nicht. Und wohin führt uns diese Idee? Der Mord war ein ausgetüfteltes Manöver, von langer Hand vorbereitet. Und wo landen wir damit? Hier in der Bibliothek. Bravo, mein Freund. Es ist nicht Tag, sondern Nacht. Die Lichter sind nämlich gelöscht. Der Dieb hat nur ein Problem, ein einziges. Er muss in den paar Minuten der Dunkelheit das Dokument mit der Formel verstecken. Schließen wir die Augen. Die Lichter sind aus, wir können nichts mehr sehen. Und jetzt wiederhole ich die genauen Worte, die Miss Caroline gebrauchte, als sie mir diese Szene beschrieb. Ein Keuchen, ein Stuhl fällt zu Boden, ein metallischer Laut, der Schlüssel natürlich. Und weiter. Lucia schreit, dann läutet es dreimal. Das sind wir. Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen. Am Anfang dieses Geräusch wie Reißen von Seide. Wie Reißen von Seide? Ja. Das ist alles passiert in den paar Minuten der Dunkelheit. Und trotzdem haben mir diese Geräusche nichts verraten. Na, hör schon auf, immer diese Dinger zurechtzuschieben. Was hast du ihm gesagt? Ja, du hast recht. Ich habe sie erst vor einer Stunde zurechtgerückt und jetzt muss ich sie schon wieder gerade rücken. Warum, Hastings? Warum bloß? Weil sie eben schief stehen, eine Manie von dir. Wie Reißen von Seide. Nein, Hastings, das Geräusch ist das gleiche. Zerreißen von Papier. Was? Hier ist eines. Noch eines. C13N29. Ja, das ist die Formel und die Beschreibung. Na, wunderbar. Hier schnell, fass sie wieder zusammen. Beeil dich doch, mit, mit. Es wundert dich wohl, was ich hier tue. Hm? Nun, Hastings, was habe ich in dieser Vase? Na, Fidibusse. Nein, mein Freund, das ist Käse. Käse? Als Köder, für eine Mäusefalle. Jetzt müssen wir bloß noch auf das Mäuschen warten. Und das Mäuschen? Das kommt schon, mein Freund, da kannst du ganz beruhigt sein. Inspektor Jemp hat nach Ihnen gefragt, er ist nach oben gegangen. Willkommen gleich. Wissen Sie vielleicht, ob Dr. Carelli heute Morgen in diesem Zimmer war? Ja, zufällig traf ich ihn hier an. Aha. Was machte er? Er telefonierte, glaube ich. Telefonierte er bereits, als Sie eintraten?
Nein, das nicht, er kam von der Terrasse. Und wo standen Sie? Ungefähr hier. Haben Sie etwas von seinem Telefongespräch gehört? Nein, er wollte ungestört sein, da ging ich raus. Aha. Hastings, bringt das Inspektor Chap. Worum geht's denn? Ach, nur eine Nachricht für den Inspektor, dass ich ihm gleich den Namen des Mörders nennen kann. Sie kennen ihn? Ich glaube schon. Doch nicht Mrs. Lucia? Keineswegs. Darum habe ich ihm auch die kleine Notiz geschickt. Man muss sie jetzt schonen und nicht unnötig verhören. Ja, dann vielleicht Carelli. Sie müssen mir schon erlauben, mein kleines Geheimnis noch etwas für mich zu behalten. Es ist furchtbar heiß heute. Ein Drink? Aber ja. Oh, ein deutsches Stück. Königlich bayerische Porzellanmanufaktur. So, davon verstehe ich nichts. Hier, Drink. Danke. Auf Ihr Wohl? Nein, auf Ihr Wohl. Ich hätte schwören können, ich habe was gehört. Wir irren uns alle mal. Aber das sind die, mon ami. Wie bitte? Na, nichts, nichts von Belang. Mir ist nur viel wohler jetzt nach dem Drink. Egal, wie ich ihn trinke, ein Schlückchen oder auf einmal runter, Whisky schmeckt immer bitter. Bitter? Das finde ich eigentlich nicht. Aber ich glaube, Sie wollten mir vorhin etwas erzählen. So? Ah ja, jetzt weiß ich wieder, worüber ich mit Ihnen reden wollte. Staub. Staub? Richtig, Staub. Auf dem Kästchen mit den Medikamenten lag kein Staub. Miss Barbara war das aufgefallen, als sie es gestern herunternahm. Es hätte aber eine dicke Schicht drauf sein müssen, da das Regal voll davon ist. Ja, und? Jemand hat das Kästchen schon einmal heruntergenommen. Und zwar der Täter. Und Lord Emerys Kaffeetasse haben Sie auch in der Hand gehabt. Und zwar vor Richard Emery. Und da haben Sie das Gift reingetan. Du lieber Gott, wollen Sie mich beschuldigen? Leugnen Sie es ab? Nein, ganz und gar nicht. Warum auch? Ich bin stolz darauf. Eigentlich hätte alles reibungslos ablaufen müssen. Ein Pech, dass Lord Emery an diesem Tag den Tresor nochmals öffnete und das Fehlen der Formel bemerkte. Ich stehe Sie so einfach ein. Ja, warum denn nicht? Wüssten Sie gerne, wo die Formel ist? Die Formel? Die Formel. Sie haben einen kleinen Fehler begangen, Monsieur Poirot. Sie haben meine Intelligenz unterschätzt. Was war denn vorhin mit den berühmten grauen Zellen, als der Whisky so bitter schmeckte? Ich habe gerecht geteilt zwischen Ihnen und Lord Emery. Vielleicht haben Sie sogar noch etwas mehr Hyoscine abbekommen. Herr Monche, Hastings, Oskus. Schauen Sie, wo ich das Dokument versteckt habe. Äuglein auf. Geht nicht mehr. Adieu, Hercule Poirot. Möchten Sie nicht auch den Umschlag? Nun, haben Sie alles gut mitbekommen? Jedes Wort. So, nun wollen wir mal sehen. Ach, die Formel. Hastings! Sehen Sie, ich wollte in Ihrer kleinen Komödie nicht mitspielen. Stattdessen haben Sie bei mir mitgespielt. Auf dem Zettel, den ich durch Hastings rausschickte, standen meine Instruktionen. Dann kam ich Ihnen ein wenig entgegen und habe mich über die Hitze beklagt. Dachte schon, Sie würden mir einen Drink anbieten. Sie sind doch ein höflicher Mensch. Der gute Hastings steht schon draußen mit einem zweiten Whiskyglas. Wir wechseln die Gläser und weiter im Text. Mr. Rayner, im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet. Das ist kurz und knapp und trifft den Nagel auf den Kopf. Selbstvertrauen ist ungebrochen, obwohl er doch nun wirklich überhaupt gar nicht... Lass ihn doch. Wir können ruhig großzügig sein bei dem Erfolg. Also ich kann es nicht fassen. Mr. Rayner, ein Mörder. Dabei ein so gebildeter Mensch, klug und belesen, aus den besten Kreisen. Sie sehen, Miss Emery, wie wenig diese Vorzüge mit dem Charakter eines Menschen zu tun haben. Meinen Sie? Darüber muss ich erst einmal nachdenken.